110 Kilogramm durch Juri Zacharewitsch, der auf eine Gesamtleistung im Zweikampf von 422,5 Kilogramm kam und der vor dem Tschechoslowaken Milos Černík und dem italienischen Olympiasieger Roberto Oberburger lag. Den Schlusspunkt setzten dann allerdings noch einmal die Bulgaren im Superschwergewicht durch den über 3 Zentner schweren Antonio Krastev, der mit 432,5 Kilogramm den Titel vor dem sowjetischen Europameister und Weltrekordinhaber Alexander Gunjaschew mit 432,5 Kilogramm gewann. Die positive Überraschung dieses Tages aber war dann der dritte Platz in der Gesamtwertung des blonden Bundeswehrsoldaten Manfred Nerlinger aus Neuaubing, der sich auf 422,5 Kilogramm steigerte und eine weitere Bronzemedaille im Stoßen mit 237,5 Kilogramm gewann. Der letzte Tag dieser Weltmeisterschaften in Södertälje war in der Tat der Tag der deutschen Heber. Denn auch im Schwergewicht erreichte Martin Savieva aus Soest mit 382,5 Kilogramm mit einem vierten Rang in der Gesamtwertung eine ausgezeichnete Platzierung und verpasste im Reißen ebenfalls eine Medaille, nur ganz knapp. Das Gold, das die bundesdeutschen Heber nicht bergen konnten, das ging an diesem Abend an den Superschwergewichtler Senno Salzwedel aus der DDR. Im Stoßen vermochte der DDR-Heber zwar auch nur 237,5 Kilogramm wie Nerlinger nach oben zu bringen, da er aber mit 127 Kilogramm ein deutlich geringeres Körpergewicht aufwies als der bundesdeutsche Siegfried, wie er hier genannt wurde, Werner Nerlinger aus Neuaubing, ging dieses Gold in den anderen Teil Deutschlands. Und das war der Sport auf NDR 2. Wir wünschen Ihnen, meine Damen und Herren, noch ein angenehmes Wochenende. Morgen Mittag um 12.50 Uhr melden wir uns wieder mit der Sportrundschau. Auf Wiederhören. NDR 2. Nachtclub. Saturday Night Disco, heute mit lebendigen Leuten aus Valkenried. Aus Valkenried, wie Sie hören, my dear listener, ist das hier ein sehr stilles Örtchen. Es liegt am Südhang des Harzes. Und was gibt es Besonderes hier in Valkenried, liebe Hörer? Die Saturday Night Disco macht ihre Veranstaltungen nur in ganz besonderen Ortschaften, das ist klar. Und die größte Sehenswürdigkeit hier im Saal sind die Unmassen von stattlichen Mädchen. Bildlich sehenswürdig herausgeputzt und auch sonst gut in Schuss, liebe Hörer. Alle haben Fußspray benutzt heute und sie fühlen sich sicher dementsprechend. Und das macht uns alle wahnsinnig glücklich. Kuckuck.
schon. Und Hörer, Fans aus aller Welt sind hier versammelt in Balkenried. Und ich frage euch, ist jemand da aus Flensburg? Nein! Nein, keiner. Aus Chicago? Nein! Sydney? Nein! Tokio? Nein! Keiner. Also alle aus Bad Lauterberg? Nein! Oder Herzberg? Aber auf jeden Fall viele Leute aus Hawaii, liebe Hörer, wie man an den bunten Oberhemden unschwer erkennen kann. Und da drüben erblicke ich die Delay Helen aus Shanghai. Die Schlitzohren, die drei da. Mit den sechs Mädchen. Ja, die Fliege auf den Balken piekt, die kleine Fliege. Wir sind heute in Balkenried. Shanghai, in a green with the world passing by.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Saturday Night Disco, Stammhörer in Ost und West. Und liebe Greise und Greisinnen hier im Saal, hier im Freizeitzentrum Walkenried. Wir genießen heute die gedämpfte Atmosphäre eines Altersheimes. Leises Gemurmel im Hintergrund. Niemand fällt angenehm auf, da alle sehr zurückhaltend sind, nicht? Verehrte Hörer, liebe Saturday Night Disco Gäste, live Schmidt. Zunächst einige sachliche Informationen. Die Harzbewohner sind ja ein sehr fleißiges Völkchen. Das weiß man auf der ganzen Welt. Besonders die Walkenrieder, die sind jetzt ja schon sehr fleißig mit den Vorbereitungen für den nahen Winter beschäftigt. Und beliebtestes sportliches Training, das ist hier das Schneeschippen aus der Erinnerung. Mit Schaufel, aber ohne Schnee. Denn im Winter will man fit sein. Alle Berge werden wieder freigeschaufelt, genau wie im letzten Jahr. Und, liebe Hörer, man muss das mal gesehen haben, mit welcher Begeisterung und mit welchem Schwung diese Walkenrieder hier das Trockenschippen absolvieren. Sie können auch Kurse belegen, liebe Hörer. Schaufel mitbringen. Es wird besonders gegrüßt. Gäste grüßen Gäste. Die Schweine AG aus Walkenried im Südharz.
Hörerinnen und Hörer, die Walkenrieder sind sehr fleißig beim Schneeschippen ohne Schaufel, mit Schnee, mit Schaufel und Schnee, ohne Schnee. Aber beim Tanzen, da sind sie verdammt faul. Die Leute hier in der Gegend, die tanzen nicht, die lassen sich nur schubsen. Schubst euch mal schön. Ja, das hat auch seine Erklärung, liebe Hörer. Hier in Walkenried, da stehen die Leute stramm bis ins letzte Glied. Wenig Platz hier. Sehr schöner Saal hier mit Balkendecke. Die Balken sind unten gegengeklebt. Hoffentlich fallen sie nicht runter. Wenn die sich nachher biegen, ne? Hallo! Und wie sagt man so schön auf Deutsch? Do you feel good? Yeah! Und hier ist die kleine Madonna-Line. Into the groove. Unser Josh Gräfer hat gleich gemerkt, dass das eine Single ist. Und er zieht entsprechend nach. Repariert jetzt in fliegender Hast den Plattenteller, während die Platte läuft. Ja, ihr Lieben! Wo seid ihr denn? Oh, das war aber wenig. Ich frage euch nochmal, Walkenrieder, wo seid ihr? Ja! I'm
gehört und gleich wird es ganz live hier in diesem Mitschnitt. Die Gruppe Morris tritt auf. Bestehend aus einer Afrikanerin, einer entzückenden Afrikanerin und zwei Europäern. Das ist die liebe Billy und es sind Michael und Heiko. Morris! Applauso, Applauso! Ja, ein bisschen Vorschussapplaus braucht man einfach. We saw all the countryside and everything is beautiful. We love it here. We love you. I see we have no problems with the language either. It's beautiful. Okay, we'd like to do for you our very first release. And I hope you're gonna like it. After we finish this song, we want everybody to run to your record shop and ask for the record Morris, okay?
Könnt ihr richtig buchstabieren? Moment mal.
Ja, folgendes. Ich möchte jetzt ein vieltausendstimmiges, ich sag noch nicht was von euch hören, an alle Hörer, die abgeschaltet haben, weil sie Walkenried nicht hören wollen. Ein vieltausendstimmiges 1, 2, 3, Buh! Das haben sie nur davon. Aber sie hören es ja nicht. Maxis. Und ihr sollt raten, wie viel drin sind. Ihr nehmt euch einen Zettel und einen Bleistift, schreibt euren Namen drauf und einfach die Zahl der Platten, die da drin sind. Ist ganz einfach, ne? Popkoffer, eine Zahl drauf. Von 1 bis, sagen wir, bis 50. Und da schreibt ihr irgendeine Zahl drauf. Und wer am nächsten dran ist, der kriegt all die Platten, die drin sind. Der Popkoffer. Eine Premiere in der Saturday Night Disco. Ja, eigentlich müssen wir dazu jetzt ja ein tierisches Jingle haben. Mach doch mal so ein Jingle. Wow! Der Popkoffer in der Saturday Night Disco. No, you are a woman. You too. Also hier sind ja viel mehr Männer, sag mal Leute, wie pflanzt ihr euch eigentlich fort hier in dieser Gegend? Also alle Mädchen jetzt nach vorne hier. Damit ich das Verhältnis mal abschätzen kann. Oder besser als sonst. Be my lady all the night. You're a woman, I'm a
wie fühle ich mich? Ja. Woher wisst ihr das? Weil ich so grinse. Ja, wie gesagt, liebe Hörer, jetzt kommen die Nachrichten. Die müssen Sie leider überdauern. Und dann kommt das Verkehrsstudio. Alle sind begeistert, wie ich sehe. Und danach geht es dann wieder weiter mit der Saturday Night Disco. NDR 2. Uhr ist es. Sie hören Nachrichten, meine Damen und Herren. Das Bundesinnenministerium hat am Abend die Äußerungen des SPD-Politikers Penner über den Spionagefall Tiedtke als haltlose Unterstellung bezeichnet. Der Sprecher des Ministeriums Kowalski erklärte in Bonn, Penners Spekulationen seien ein weiterer Beweis dafür, dass die SPD versuche, aus den jüngsten Spionagefällen parteipolitisches Kapital zu schlagen. Penner, der stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion ist, hatte zuvor im Sender Freies Berlin die offizielle Darstellung in Zweifel gezogen, das Ministerium sei nicht über die persönlichen Probleme des in die DDR übergelaufenen Spionageabwehrexperten Tiedtke informiert worden. Seine Zweifel begründete der SPD-Politiker mit der hohen Position Tiedtkes im Bundesverfassungsschutz, mit der langen Dauer der privaten Schwierigkeiten des Beamten sowie mit der engen Verzahnung zwischen dem Amt und dem Innenministerium. Bundeskanzler Kohl hat noch einmal die Forderung nach staatlichen Beschäftigungsprogrammen zurückgewiesen. In Bochum sagte der Kanzler heute, seine Regierung werde sich dabei auch nicht durch die vom Deutschen Gewerkschaftsbund für Oktober angekündigte Aktionswoche beeindrucken lassen. Sie halte am Kurs der Haushaltskonsolidierung fest. Der Präsident der Arbeitgeberverbände ESSA hat unterdessen davor gewarnt, in das für den 5. September geplante Treffen zwischen Regierung, Gewerkschaften und Unternehmen allzu große Erwartungen zu setzen. Es rechnet damit, dass diese Gesprächsrunde eher der Auftakt einer Serie von Treffen der drei beteiligten Gruppen sein wird. Der Arbeitgeberverbandspräsident und Bundesarbeitsminister Blüm setzten sich heute dafür ein, die Milliardenüberschüsse der Bundesanstalt für Arbeit vorrangig dafür zu verwenden, Erwerbslose beruflich weiterzubilden. Eine Gruppe amerikanischer Senatoren ist am Abend zu einem viertägigen Besuch der Sowjetunion in Moskau eingetroffen. Die Politiker aus den USA wollen dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow ein Schreiben ihres Präsidenten Reagan überbringen. Delegationsleiter Byrd sagte nach der Landung auf dem Moskauer Flughafen, die Senatoren wollten dazu beitragen, den Weg zum Gipfeltreffen zwischen Gorbatschow und Reagan zu ebnen. Derzeit seien die Beziehungen zwischen Moskau und Washington in einer sehr kritischen Phase. Der amerikanische Präsident Reagan hat die polnische Regierung aufgefordert, die Unterdrückung der verbotenen Gewerkschaft Solidarität zu beenden. Zum 5. Jahrestag der Gründung der Solidarität sagte Reagan heute in seinem kalifornischen Urlaubsort Santa Barbara, die Regierung in Warschau müsse endlich die Arbeiterbewegung und deren Forderung akzeptieren, dass in Polen die grundlegenden Menschenrechte beachtet werden. In Polen haben nach Agenturberichten am Abend Tausende von Menschen in Gottesdiensten des 5. Jahrestages der Gründung der verbotenen Gewerkschaft Solidarität gedacht. Nach Korrespondentenberichten verliefen die Kirchenfeiern ruhig.
In Breslau waren im Laufe des Tages der ehemalige regionale Führer der Untergrundsolidarität, Pignor, sowie weitere zwei Solidaritätsmitglieder von der Sicherheitspolizei festgenommen worden. Ihre Verwandten teilten weiter mit, die Sicherheitsbeamten seien brutal gegen die drei Männer vorgegangen. Aus Juristenkreisen in Breslau verlautete, man habe in der Stadt noch weitere Personen festgenommen und eine Reihe von Wohnungen durchsucht. Und nun der Wetterbericht für Norddeutschland. Die Wetterlage. Ein Tief zieht von Schottland nach Südnorwegen. Sein Ausläufer erreicht in der Nacht das Emsland und überquert bis Sonntagvormittag Norddeutschland. Die Vorhersage bis Sonntagabend. Im Laufe der Nacht bis Sonntagfrüh strichweise Regen. Im Nordwesten örtlich Gewitter. Tiefstwerte bei 14 Grad. Tagsüber wechselnde, zeitweise starke Bewölkung und einzelne Schauer. Höchstwerte 17 bis 20 Grad. Schwache bis mäßige, tagsüber böig auffrischende Südwestwind, nachmittags westdrehend. Die Windvorhersage bis Sonntagabend für die Deutsche Bucht, Südwest zunehmend 6 bis 7, tagsüber westdrehend diesig, westliche Ostsee, südliche Winde 4, tagsüber Südwest 5 bis 6 diesig. Und nun die Lottozahlen. 1, 3, 13, 21, 24, 49, Zusatzzahl 4. Ich wiederhole, 1, 3, 13, 21, 24, 49, Zusatzzahl 4. Die Gewinnzahl der Lotterie Spiel 77 lautet 0, 6, 5, 8, 3, 8, 5. Ich wiederhole, 0, 6, 5, 8, 3, 8, 5. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Ende der Meldungen, 23.05 Uhr. Hier ein Hinweis für unsere Autofahrer, für Niedersachsen. In Hannover ist der Straßenzug am Leibnizufer vom Friederikenplatz bis zur Goethestraße wegen des Altstadtfestes gesperrt. Es stehen keine Parkplätze im Veranstaltungsraum zur Verfügung und es gibt erhebliche Verkehrsbehinderungen. Soweit dieser Hinweis. Zweiter Teil vom Südhang des Harzes aus Walkenried, aus dem Freizeitzentrum. Walkenried, liebe Hörer, die sich vielleicht zugeschaltet haben, liegt zwischen Elrich und Bad Sachsa. Nahe der Grenze zum anderen Teil unseres lieben, verehrten Mutterlandes, nicht? Wie sagt man, dieses unseres Landes? Wo ja auch Leute wohnen, die unsere Muttersprache fließend sprechen. Und darum frage ich jetzt, ist hier jemand aus Moskau? Ja! Ist ja auch ein bisschen weit. Aber aus Elrich? Oder aus Nordhausen? Aus Mackenrode? Neuhof? Na Gott sei Dank! Lady Fantasy. Lady Fantasy. Lady Fantasy. Lady Fantasy. Lady Fantasy.
Abends tritt noch ein fantastisches Mädchen auf. Eine Lady, wie man sie sich in der Fantasie nur erträumen kann. Ein Ableger von Modern Talking. Die süße Caro. Aua. Komm Leute, das verspreche ich euch. Guck mal Leute, da oben auf dem Balken, die kleine Fliege. In Walkenried, in Walkenried, die Fliege auf den Balken biet. Keiner kann's halten. Vor Freude! Oh, that's wonderful! Lieben, wir haben jetzt das große Vergnügen, dass wir diesen lächerlichen Kopfhörer abnehmen. Ganz verschwitzt. Hier drei entzückende Damen aus Walkenried zu begrüßen. Das ist die liebenswürdige Andrea Vogt. Andrea? Andrea Vogt. Andrea Vogt. Ein Hoch für Andrea Vogt. Und das ist die attraktive Manuela Hofmann. Manuela Hofmann aus Zorge. Keine Sorge, sie ist aus Zorge. Und Walkenried, Fräulein Fuchs. Und das hier Anja Grube. Anja Grube. Oh, wenn mir jemand dich graben würde, ich würde hineinfallen. Und das ist hier Andreas. Aus Walkenried. Ja, wo kommst du her, Anja? Wo kommst du her? Fernwaldshausen. Aus Fernwaldshausen. Und du bist? Heil König aus Bremen. Wow, das darf nicht sein. Ein Sonderapplaus für ihn. So, fangen wir doch gleich mal hier vorne gleich an. Vielleicht etwas mehr ins Rampenlicht hier so, ja. Ich frage, jetzt kommt mal ganz schnell hier, doch mal alle auf einmal, es ist besser. Jeder von euch soll mir jetzt das Wort, den Namen, den ihr schon sehr oft gehört habt, Walkenried, ganz schnell von hinten buchstabieren. Du fängst an. D-I-E-R-D-N-E-K-R-I-E-D.